Hallöchen Leute, Dean von Like Your Trash Channel hier mal wieder am Start. Hattet ihr das? Ihr vielleicht letztens auch schon einmal. Ihr hattet ein Intro oder irgendetwas anderes in Cinema 4D gemacht. Aber wie genau rendert man das denn jetzt oder speichert man das? Kein Plan, ne? Vielleicht ihr öffnet dann erstmal das, was ihr habt. Ne? Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel das hier, ne? Bam, bam, bam. Das ist mein altes Intro, ne? So, auf alle Fälle, ihr müsst einfach hier auf Rendern gehen, ne? Und dann auf im Bildmanager rendern. Er macht dann alles von selber, okay? Das Problem ist nur, es kann etwas lange dauern, okay? Ja. Und also bei mir hat es ungefähr 1 bis 2 Stunden gedauert, okay, ja. Ich weiß nicht, ob man das auch braucht, okay, aber wie ist jetzt bei Render-Voreinstellungen, ne, müsst ihr gucken, also am besten ist es, wenn ihr einen Intel-Prozessor habt, ne, dann geht ihr einfach hier auf A wie Film, ne, und dann auf Optionen, dann nimmt ihr den, geht ihr hier hin, niemals diesen hier benutzen, dann nimmt ihr den ersten Intel IYUV-Codec, den benutze ich mich auch. So, und das war es eigentlich schon, ne? Dann könnt ihr das hier schließen, okay? Und dann fängt ihr dann an jedes einzelne Bild, also 1, 2, 3, 4. Der tut es dann sozusagen ausmalen, ne? Jedes einzelne Bild. Jedes einzelne. Könnt ihr sehen, es sind 200 Bilder, ne? Und der muss alles ausmalen, der malt alles immer so Stück für Stück aus, ne? Und in den Hintergrund macht er ja dann auch noch. Und das kann auf die Dauer richtig schön lange dauern. Das war jetzt mal ein ganz kurz Intro von mir. Gleich werde ich noch ein Intro machen, wo ihr genau solche Intros herbekommt. Und dann sage ich schon mal Tschüss, Küss.